Einer der Hauptversuche des Feindes, uns als Kinder Gottes zu schwächen, ist, dass er versucht, uns die Hoffnung zu rauben. Unsere Hoffnung zu stehlen. Denn wenn wir keine Hoffnung haben, dann ist unser Glaube gewissermaßen orientierungslos. Du kannst dir das so vorstellen. Die Hoffnung ist wie eine Zielscheibe, worauf du sagst, daraufhin richte ich meinen Glauben aus. Und du schießt den Glauben wie einen Pfeil ab und er muss dieses Ziel Hoffnung treffen. Wenn du keine Hoffnung hast, hast du gar kein Ziel, wohin du glaubst. Dein Glaube ist orientierungslos. Hoffnung und Glaube gehören sehr eng zusammen. Wenn du keine Hoffnung hast, ist der Glaube fast nichts wert. Und umgekehrt natürlich genauso. Und deshalb ist der Feind an uns dran und versucht uns die Hoffnung zu nehmen. Eines der Hauptschlachtfelder ist, indem er einfach unseren Blick versucht, auf unsere gegenwärtigen Schwierigkeiten, Probleme, Herausforderungen zu lenken. Wir schauen auf das, was einfach so schwierig ist in unserem Leben, was uns so Probleme bereitet. Und je mehr wir uns darauf fokussieren, je mehr wir das anschauen, desto größer wird es für uns, desto mehr füllt es unser ganzes Sichtfeld, unseren Horizont aus. Aber das ist gefährlich, ja, weil wir sehen nur unsere Probleme, wir sprechen nur über unsere Probleme, wir reden auch zu Gott nur über unsere Probleme und im Grunde genommen haben wir gar nicht die richtigen Proportionen und Verhältnisse. Deshalb fordert die Bibel uns auf Gott zu schauen, auf Jesus zu schauen, auf den Herrn zu schauen und dadurch dann die richtigen Proportionen zu bekommen. Weißt du, viele Menschen klagen über Dinge in ihrem Leben, aber wenn sie Jahre später zurückschauen, stellen sie fest, dass gerade diese Schwierigkeiten ein großer Segen für sie waren. Dass gerade dieses Tal, durch das sie gehen mussten, sie auf eine große Höhe gebracht hat. Dass das, was so schwierig war, letztlich sich als Segen herausgestellt hat. Und deshalb möchte ich dich einladen, nicht deine Probleme zu verherrlichen, sondern den Herrn zu verherrlichen. Weißt du, die Bibel sagt, deshalb lasst nun auch uns jede Bürde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist der beste Tipp. Schau auf Jesus. Er wird deinen Glauben zur Vollendung bringen. Schau auf ihn, dann kommen alle Dinge in die richtigen Proportionen und in die richtigen Verhältnisse. Verherrliche Gott und nicht deine Probleme. Wenn du das tust, ich glaube, Gott hat viel mehr für dich.